Hallo meine Lieben, ja, da bin ich wieder und zwar möchte ich heute eine Karte basteln. Und ich wette, ganz viele von euch haben auch diese Schablonen hier, entweder von Action oder direkt von Cinch. Ja, ich habe davon auch ganz viele und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die, glaube ich, zwei oder dreimal verwendet. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, irgendwas muss man damit doch noch Cooles machen können, als nur ja, die eben mal so durch die Big Shot zu kurbeln. Das sieht ja schon an sich ganz nett aus, wenn man dann diesen gestanzten Effekt hat. Aber ich habe gestern ein Video gesehen und da wurde was gemacht, da sieht es noch ein bisschen cooler aus und das möchte ich jetzt mal mit euch machen. Also ich werde mir gleich mal eine Grundkarte basteln. So, und zwar möchte ich eine ganz normale Grundkarte machen und die soll sein als erstes 20 mal 15. So. So. Und die falzen wir bei 10. 10. Und schon ist unsere Grundkarte fertig. Ich kann das Schneidbrettchen wieder an die Seite. Dann nehme ich mir mein Falzbein und falze mir das Ganze noch mal ein bisschen nach. So, und jetzt werde ich mir eine von meinen kleineren Matten hier nehmen. Und ich glaube, ich nehme hier die Schmetterlinge. Und ja, normalerweise würde man jetzt die Karte hier reinlegen, würde das einmal durch die Big Shot jagen und das war's. Ich mache es jetzt so, dass ich auf dieser Seite, wo also hier sind die Schmetterlinge drauf, die quasi nach unten geprägt werden. Und hier ist dann eben dieses Gegenstück, der Hintergrund sozusagen. Und jetzt nehme ich mir ein Stempelkissen. In meinem Fall nehme ich jetzt hier das neue Minzmakrone. Zack. Und jetzt gehe ich mit dem Stempelkissen hier drauf. Mach mir hier so Abdrücke. So. Komm raus. Jawohl. Und als nächstes lege ich mir jetzt die Karte hier rein. Und das mache ich ganz vorsichtig. Also ich lege mir die Karte erstmal so hin. Klappe das Ganze um. Mache es zu und werde es dann jetzt einmal so durch die Big Shot kurbeln. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier genug Platz habe. Jetzt einmal drehen, sonst wird das nichts. So, mein Plättchen drunter. Die ganze Zeit, am besten haltet ihr das die ganze Zeit fest, damit euch das wirklich nicht, damit euch die Karte nicht verrutscht da drin. So. Ja, und wie gesagt, jetzt einmal durch die Big Shot. So, schwupp, Big Shot nochmal an die Seite. Und dann hole ich die Karte da raus. Und dann seht ihr gleich, dass wir hier diesen Effekt bekommen. Und zwar habt ihr jetzt die Schmetterlinge halt schön erhoben, so wie es ja auch sein soll. Also die sind jetzt quasi gefalzt und von außen sieht das Ganze dann so aus. Ihr könnt es natürlich auch außen hin machen, wie ihr wollt. Und im Hintergrund habt ihr jetzt die Farbe. So, das ist zum Beispiel eine Variante, wie das Ganze aussehen kann. Ja, ihr seht, die Farbe ist hier auch sogar super abgegangen. Also hier brauche ich jetzt gar nicht mal mit einem Tuch drüber gehen und das sauber machen. Ihr könnt es unter fließendem Wasser einfach abwaschen oder
ja, mit einem Tuch einfach abwischen und schon ist das Ding wieder tipptopp und ihr könnt das wiederverwenden. So, das nächste, was ich mache, ich nehme mir ein anderes. Jetzt nehme ich mir hier einfach mal den Rest, den ich hier habe. Kartenrolling ist ja jetzt nicht so schwierig. Das müsste auch 20 sein, ne? Genau. Dann halte ich mir das wieder bei 10. Die wird dann natürlich ein bisschen schmaler sein. Muss ich gleich mal gucken, ob das so passt. Oh, ne, guckt mal, passt ja sogar ganz genau. So. Und dann nehme ich mir jetzt mal die Rosen. Obwohl, da ist so wenig Hintergrund bei den Rosen. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Hier mit den Punkten. Und dann nehme ich mir Himmelblau. Und mache das theoretisch genauso wieder. Und gehe mir hier wieder mit meinem Stempelkissen auf die Schablone. Okay. Ach ja, diese Schablone hier ist ein bisschen breiter, aber es ist ja nicht ganz so schlimm. So, und jetzt mache ich das wieder genau wie vorhin. Ich lege mir das einfach hier rein, klappe das wieder oben drüber. Oh, jetzt ist mir hier die Ecke umgeknickt. Das wollte ich nicht. So, und jetzt diesmal gehe ich aber wirklich nur mit meinen Händen hier rüber und drücke das hier nur so leicht. Ja, also ihr seht, ich übe da schon ein bisschen Druck aus. Aber halt lange nicht so doll, als wenn ich es jetzt durch die Big Shot kurbeln würde. So, dann gucke ich, ob ich auch wirklich alle Stellen erreicht habe. Gehe ich sicherheitshalber überall nochmal drüber. Hier oben geht es ein bisschen schwieriger, weil es hier ein bisschen dicker ist. So, und das war's schon. Dann nehme ich es mir wieder raus und dann habt ihr diesen Effekt hier. Dann ist es eben nicht durchgeprägt, sondern es sieht einfach nur aus wie dieser Hintergrundstempel. Ihr könnt das natürlich genau andersrum machen, dass ihr hier die Farbe drauf macht. Ganz vorsichtig. Dann dürft ihr natürlich nicht so dolle drücken, weil da habt ihr ja die Löcher nicht, sondern eben die Spitzen. Also da müsstet ihr ganz vorsichtig drauf tippen, dass ihr nur das oben erwischt. Ja, und dann könnt ihr das genauso wieder abstempeln. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal probieren, weil hier noch so viel Farbe drauf ist, das auf der anderen Seite noch mal mache. Ja, das ist nicht ganz so schön geworden, aber gut, die Seite kann man ja nehmen, hier noch mal was draufkleben und dann dort was drauf schreiben oder so. Ja, hier ist diesmal ein bisschen mehr Farbe drauf geblieben, das ist aber nicht weiter wild. Das wische ich mir einfach gleich mit einem feuchten Tuch ab oder unter fließendem Wasser und dann ist das auch wieder in Ordnung. So, das waren jetzt einmal diese zwei Varianten. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt eure Karten einfach so lassen, wie sie sind, also blanko. Dann nehmt ihr euch ein Stück Restpapier von irgendwo und macht das eben auch genauso, wie wir es vorher gemacht haben, dass wir hier einfach nur ein bisschen was auf den Hintergrund stempeln. Und diesmal nehme ich mir hier mal Sommerbeere, nehme wieder die Schmetterlinge. So. Ja, da könnt ihr jetzt gucken. Ich habe es jetzt mit Absicht so ein bisschen also ungleichmäßig gelassen. Ihr könnt es gleichmäßig machen oder ungleichmäßig. Das bleibt euch überlassen. So, jetzt lege ich es mir wieder hier rein. Kram mir wieder die Big Shot vor. Kurbel mir das wieder durch. So, wenn wir das durchgekurbelt haben,
so, hier ist noch die andere Matte. Na, komm her, so. So, jetzt sieht das so aus, wie wir es auch hier quasi schon haben. Und dann könnt ihr euch einfach nur ein Stück, wo ihr sagt, das gefällt mir jetzt hier besonders gut oder hier unten der Schmetterling gefällt mir sehr gut. Dann nehmt ihr euch einfach, oder hier das Gekleckere, das sieht natürlich auch nicht so schön aus, nehmt ihr euch einfach euer Schneidebrett und schneidet euch einfach diesen Teil, den ihr jetzt besonders schön findet, aus. Also ich werde jetzt mal versuchen, hier so einen länglichen Streifen zu behalten und einfach nur da, wo die Farben so ein bisschen zu kräftig sind für mich, so zu lassen. So, jetzt könnt ihr hier einen Rechteck nehmen, Quadrat, wie auch immer, was euch eben gefällt. Und dann könntet ihr euch das zum Beispiel hier vorne mit Dimensionals oder einfach so mit Snail oder was auch immer, Tombow, einfach so draufkleben und habt dann quasi einmal diesen Hintergrund hier nach innen gestanzt und hier habt ihr ihn nach außen gestanzt. Und man findet halt auch das Muster von außen dann innen wieder. In dem Fall jetzt hier mit einer anderen Farbe. Ich würde es dann natürlich in der gleichen Farbe machen. Wobei ich finde, die Farben passen gar nicht so schlecht zueinander. Das könnte man sogar so lassen. Ja, und dann stempelt man, also klebt man das sich hier einfach drauf. Und dann eben noch einen schönen Spruch, vielleicht noch ein Bändchen drumherum gebunden oder eine Schleife, ein paar Glitzersteinchen, wie auch immer. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich werde das jetzt so mal aufkleben. Ich finde das eigentlich ganz schön. Und ich finde diese Schmetterlinge hier, die eignen sich auch sehr gut zum Beispiel für Hochzeitskarten. Und auch diese Sommerbeere finde ich, ich mag diese Farbe sowieso sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, ich finde, die ist auch ganz toll für Hochzeiten und solche Sachen. So, ich das hier einmal drauf. Und dann ja, hat man hier eben Platz dann für einen schönen Spruch. Man hat es innen nicht so ganz langweilig und schlicht. Und von außen, wie gesagt, würde ich mir jetzt hier einen schönen Stempel raussuchen. Und zwar die beiden sind sehr groß. Deswegen überlege ich gerade. Genau, dieser hier zum Beispiel. Möge eure Liebe so endlos wie der Himmel und euer Leben voller Segen sein. Sehr, sehr schön. Oder von außen dann eben dieses beste Wünsche zur Hochzeit und von innen dieser Spruch. Die finde ich sehr schön. Jetzt schaue ich nur mal gerade, wo die auch hier sind. Da einmal den. Möge eure Liebe und der alles Gute zur Hochzeit. Müsst ihr hier sein, jawohl. So, und hier ist auch noch so ein schönes Blümchen mit drauf. So. Okay. Und das würde ich, glaube ich, jetzt hier vorne, den hier würde ich jetzt in Minzmakrone stempeln und den hier dann in Sommerbeere. Und dann würde ich den nach innen setzen und den nach außen, damit sich die Farben wiederfinden. Weil, wie gesagt, ich finde, die beiden Farben passen sehr gut zusammen, als ich die vorhin aufeinander gehalten habe. Und dann nehme ich als erstes jetzt hier das Minzmakrone. Ja, ihr seht schon, ich habe jetzt diesen Haarblock und das geht schon ganz gut mit den länglichen Sprüchen. Allerdings finde ich, der hier ist noch zu groß für
Sprüche, da kann ich gut und gerne noch mal mir einen kleineren holen. Hups. Ach, ja, einmal abgerutscht. Das war jetzt nicht so toll. Aber auch kein Problem. Zack. Jawohl, da sieht es schon besser aus. Dann mache ich mir auch mein Stempelkissen sofort wieder zu. Zack. Und für den nehme ich jetzt, reicht die Stanze, das glaube ich nicht. Nein, tut sie nicht. Okay, ich glaube, die Kreisstanze nehme ich auch nicht. Dann nehme ich hier. Für Hochzeit nehme ich mir eher diese hier. Ich hätte natürlich auch das Teil hier nochmal drumrum stempeln können und mir dann einfach ausschneiden können. Aber ich möchte es mir jetzt mal ein bisschen leichter machen und nehme jetzt hier einfach die Handstanze. Gucke, dass ich das etwa mittig habe. Schwupp. Und ausgestanzt ist das Wölkchen. Sehr schön. So, und jetzt nehme ich mir noch mal ein Pad, habe ich gerade entschieden. Und werde hier noch mal an den Rändern ein bisschen in den Rand einfärben. Ja, manche mögen das mit diesem Rand, wenn man den einfärbt, manche mögen es gar nicht. Ich mag das sehr. Ich finde es sonst immer ein bisschen leer, wenn da gar nichts dran ist so. Außerdem hebt es sich dann ja auch immer noch mal schön vom Hintergrund ab. So, natürlich so rum. Jawohl, das sieht doch schon mal schön aus. Und vielleicht lasse ich das direkt auch gleich so ein bisschen. Sonst hat man hier unten, hat man dann noch so viel Platz, um was anderes hinzuschreiben. Ich glaube, ich lasse es so. Man könnte es jetzt natürlich auch hier so mittig drauf machen, aber das finde ich immer ein bisschen langweilig. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen schräg ist. So, und ich habe hier jetzt noch so ein Rest von meinen Action-Dingern. Die werde ich jetzt erstmal aufbrauchen. Als ich die Herzen und so gebastelt habe, da waren ja diese Teile hier dabei. Und ja, die werde ich jetzt erstmal verwenden. So, na komm. Hallo, du sollst doch nicht an mir kleben. So. Okay, nochmal schön festdrücken. So, wunderbar. Und dann einmal hier drauf. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. In diesem Produktpaket, was man jetzt vorordern kann, da sind diese Perlenschmuck. Also Halbperlen mit drin und die passen dann farblich genau zu diesen Farben hier. Und ja, davon, wenn ich die jetzt hätte, ich habe sie leider nicht, würde ich mir jetzt da noch ein paar von draufkleben und dann würde das ganz schick aussehen. Also ich bin echt noch am Überlegen bei diesem Set hier, ob ich mir das noch bestelle. Auch diese Stanzform hier, der Prägefolder, der ist auch sehr schön. Also hier sind viele schöne Sachen dabei. Und ja, da bin ich wirklich noch am Überlegen, ob ich das bestelle oder nicht. Und auch, ich weiß auch noch nicht, in welcher Größe, ob in dieser oder in dieser hier, wo man alles mit drin hat. Hier hat man eben dann den Leitspruch noch mit drin von Stampin' Up. Und das ist eben ganz schön, wenn man eben bei Stampin' Up arbeitet und dann irgendwas Schönes machen möchte und dann hinten halt diesen Spruch noch mit drauf stempeln kann, finde ich das eigentlich sehr schön. Ja, und da bin ich tatsächlich noch am Überlegen, aber ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht mehr wirklich lange Zeit, weil es geht nur noch bis zum 30. April und dann ist dieses hier vorbei. Oder nee, halt, stopp. Offizieller Verkaufszeitraum vom 1. Mai bis 31. Mai, genau. Genau, das war nur für Demonstratoren, wo wir das Vorkaufsrecht hatten quasi. Und hier ist dann jetzt eben vom 1. bis zum 31. Mai, wo alle es kaufen können. Ja, und die Zeit ist ja bald um.
So, gut, als nächstes möchte ich mir jetzt diesen Spruch noch, wie gesagt, aufstempeln. Und da gucke ich mal, aber der Rest hier dürfte reichen, jawohl. So. Und dann. Stempel ich mir den noch auf. Schwupp, sehr schön. Stempelkissen wieder weg. Das kann ich auch gleich schon mal wegräumen. Jawohl. So, und dann schneide ich mir das jetzt einfach aus. Mal gucken, ich will es erstmal gerade ausschneiden oder einigermaßen gerade. So, und dann werde ich aber, glaube ich, hier oben die Ecken. So ein bisschen Abstand. Hier kann auch noch ein bisschen mehr weg. Okay. Und hier so. Voilà. So sieht das Ganze auch gleich noch ein bisschen wie ein Häuschen aus. Und dann werde ich mir das hier hineinkleben. Und überlege halt gerade, ob ich das hier unten hin mache, ob ich das hier oben hin mache oder einfach so mittig. Bisschen schräg wie vorne, andersrum schräg. Ja, da fehlt mir irgendwie noch was. Und ich glaube, ich werde mir hier mal das Bändchen nehmen. Ich werde mir hier mal so ein kleines Schleifchen binden. Gucken, ob ich das so hinbekomme. Ich glaube nicht. Bei Schleifen bin ich sowieso nicht so mega talentiert. Und jetzt hier noch so eine Luftschleife. Nee, das kriege ich nicht hin. Da muss ich mir gleich eine Hilfe holen. Oder ich schneide mir hier einfach schon mal ein Stück ab. Dann kriege ich das, glaube ich, besser hin. So. Erstmal brauche ich hier einen Knoten. Ich brauche doch hier keinen Knoten, oder? So. So, jetzt lacht ihr euch wahrscheinlich tot. Die kriegt es nicht hin, hier eine Schleife zu binden. Aber daran bin ich echt nicht gut. Also zumindest nicht in diesen. Ja, irgendwas funktioniert hier auch schon wieder nicht. Ne, das sieht irgendwie auch nicht schön aus. Ich glaube, ich schneide mir den Text mal sehr nah am Rand aus. Ich glaube, das sieht schöner aus dann. Ich glaube, das Problem ist einfach diese Häuschenform, dass das irgendwie nicht da reinpasst. Was mir auch gerade einfällt, ich könnte natürlich auch. Jetzt sieht, finde ich schon ein bisschen besser, aber ich könnte noch jede Reihe einzeln ausschneiden. So, und jetzt möge eure Liebe so endlos wie der Himmel. So richtig. Möge eure Liebe so endlos wie der Himmel, ja. Und euer Leben voller Segen sein. So gefällt mir das schon viel, viel besser. Ja, manchmal, ne, muss man einfach nur ein bisschen die Perspektive quasi wechseln und schon sieht das Ganze schöner aus. Ja, und das werde ich mir jetzt kurz draufkleben. Ja, und da das eine Hochzeit ist, würde ich jetzt hier auf jeden Fall noch irgendwo ein paar Glitzersteinchen oder irgendwas aufbringen. Wie gesagt, vorne sonst auch ein Schleifchen. Ich habe heute irgendwie einen Knoten im Kopf mit dieser Schleife. Das gucke ich mir gleich in Ruhe nochmal an und dann kriege ich das auch hin mit der Schleife. Im Moment weiß ich auch nicht, manchmal ist es so, ne? Ja, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, eine zweifarbige Karte. Relativ schnell gemacht. Und ja, ich hoffe, euch haben diese beiden Varianten hier ganz gut gefallen. Was man hier natürlich auch machen könnte, was mir hier gerade noch einfällt, man könnte, muss ich das glaube ich erstmal sauber machen. Einen Moment. So, ich habe mir noch mal schnell zwei Kartenrohlinge gebastelt und habe mir meine Matte hier sauber gemacht.
Und was ich jetzt noch für eine Idee habe, ist, ich nehme mir ein Discus Oxidkissen, mache das hier mal so ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob das mit den Kissen funktioniert, sonst muss ich mir das hier ein bisschen einreiben einfach. So. Jawohl. Dann werde ich mir das wieder einmal durch die Big Shot kurbeln gleich. So, ich habe mir das Ganze nochmal durch die Big Shot gekurbelt. Das sieht jetzt so aus. Und wenn wir ein bisschen fix arbeiten, und dafür muss ich jetzt mal, ups, mein klares Embossing-Pulver rauskramen. So, jetzt habe ich hier wieder keine Unterlage. So, mache ich das einfach einmal so. Das sollte genauso funktionieren. Ich will auch gar nicht alles voll machen. So, naja, das meiste ist voll. Mir das einmal erstmal an die Seite, hier den Deckel drauf, dass mir das nicht gleich alles durch die Gegend fliegt, durch den Föhn. Oder halt, ich fülle es doch erst wieder ein. Ja, und dann wie gewohnt föhnen. Ja, und jetzt habt ihr etwas eher Ungewöhnliches. Und zwar habt ihr das Embosste, also ja, Embosst, ne? Genau. Das Embosste habt ihr hinten im Hintergrund, das verschwindet. Das ist ja normalerweise immer so, wenn man was stempelt und dann mit Embossingpulver arbeitet, dass das eben nach vorne gehoben wird. Und das ist jetzt hier eben mal nicht der Fall, sondern das Embosste verschwindet hier trotzdem noch im Hintergrund, weil wir ja hier das geprägte haben. Und das steht natürlich höher. Die Karte ist jetzt natürlich noch ein bisschen gebogen durch den Föhn, aber das legt sich ja wieder. Ja, und dann habt ihr halt hier so einen coolen Effekt, so ein Glitzer im Hintergrund. Ich finde das richtig schön. Ja, und jetzt könnt ihr euch überlegen, soll das hier eure Vorderseite sein oder soll das eure Rückseite sein und hier vorne was Schlichtes drauf und dann eben, wenn man aufmacht, erst diesen coolen Effekt oder schon vorwarnen sozusagen. Und dann eben so. Ich glaube, aber so rum gefällt es mir tatsächlich besser. Und ich würde hier vorne was ganz Schlichtes, vielleicht auch tatsächlich mit dem Rot nochmal was aufstempeln. Und dann eben ja nochmal embossen. Ja, einfach nur einen süßen Spruch, ein Schleifchen oder irgendwas dazu und fertig ist. So, ich werde auf jeden Fall nochmal mit meinem Falzbein, wenn ich es finde, da ist es, drüber gehen. So. Ja, ihr Lieben, das waren so meine Ideen. Beziehungsweise, ja, habe ich es mir ja ein bisschen durch das andere Video abgeguckt. Und jetzt halt noch ein bisschen mir was dazu überlegt. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht und regt euch dazu an, eure schönen, ja, ihr Lieben, das waren jetzt meine Umsetzungen zu diesen Ideen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen und es hat euch auch angeregt, eure Schablonen hier mehr zu verwenden, eure Embossing-Folder hier mehr zu verwenden und ja, dass die halt nicht einfach nur im Schrank stehen und vor sich hinstauben. Dafür sind sie ja auch zu schade. Und ich bin da echt froh drüber, dass ich da jetzt so eine Anregung hatte und mir da halt so ein bisschen die Ideen mir jetzt noch dazu überlegen kann. Und ich werde da jetzt auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit basteln und auch hier meine angefangenen Karten hier jetzt fertig machen und da noch was Schönes draus machen. Ich sage Tschüss, ihr Lieben, bis bald.